Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Mittwoch. Neues und Interessantes aus der Westlausitz. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Mittwochsausgabe der Lausitzwelle Regionalzeit. Wir zeigen Ihnen wie gewohnt wieder einen Überblick über die Themen der letzten Woche aus der Westlausitz. Es ist schon eine außerordentliche Leistung, was die vielen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren ehrenamtlich leisten. Umso mehr freuten sich die Kameraden der Feuerwehr in Pulsnitz über ein neues Hilfleistungs-Löschgruppenfahrzeug. Leistung aus Kassen von Florian Pulsnitz, 1145 kommen. Wir verabschieden uns aus dem aktiven Einsatzdienst, werden jetzt noch ein letztes Mal aus dem Gerätehaus ausrücken und dann geht die 45.1 aus Pulsnitz für immer in den Status 6. Kommen. Verabschiedete Rico Löb von der Freiwilligen Feuerwehr Pulsnitz das alte Fahrzeug aus seinem langen, treuen Dienst und machte somit nach 34 Jahren Platz für das neue Hilfleistungslöschgruppenfahrzeug, kurz HLV20. Es wird sich nun in den folgenden Jahren für den Katastrophenschutz bewähren. Landrat des Landkreis Bautzen, Udo Witschers, betonte vor Ort die Wichtigkeit des Ehrenamtes und verdeutlichte, welche Auswirkungen es hätte, sollte sich kein Freiwilliger für den Dienst mehr finden. Und ich habe immer wieder gesagt, das geht so, Kameraden. Das sollte schon so wieder eine Selbstverständlichkeit machen. Wenn es keine Selbstverständlichkeit. Und wenn man sich die Frage stellt, was passiert denn eigentlich? Wenn es keine Kameraden und Kameraden gibt, die es keine tun. Die gesetzliche Grundlage der Bundesrepublik Deutschland ist, dass alle hier wie Bürgermeister oder wie immer die Bürgermeisterin unbequeme Aufgabe hat, Männer und Frauen der Gemeinschaft, die in der Lage sind, das körperlich zu tun, zum Dienst zu verpflichten. Das ist die rechte Grundlage der Bundesrepublik Deutschland. Ich kenne es nirgends, dass das schon mal angewendet werden musste, aber man darf auch in der Zivilgesellschaft sagen, seien Sie in dem Sinne froh, dass Sie unsere Kameraden und Kameraden nicht das tun, was nicht selbstverständlich ist. Die Pulsnitzer Bürgermeisterin Barbara Lücke bedankte sich beim Stadtrat für die Entscheidung und Bereitstellung der Gelder und brachte zum Ausdruck, welchen langen Weg man gegangen war, um nun endlich das neue Fahrzeug in Pulsnitz zu haben. Nicht zuletzt mit Hilfe vieler Fördermittel war dies möglich geworden und ist nicht selbstverständlich. Bereits 2013 war die Entscheidung getroffen worden, nachdem die Herausforderungen durch veraltete Technik und die schwierige Beschaffung von Ersatzteilen offensichtlich geworden waren. Um das Fahrzeug und dessen Technik nun auch nutzen zu können, gab es bereits Schulungen und natürlich viel Freude und Euphorie, wie Rico Löb gegenüber Lausitzwelle bestätigte. Ja, wir sind sehr stolz, dass wir jetzt das neue Fahrzeug hier in Dienst stellen konnten. Und man sieht überall lächelnde Gesichter. Die Leute sind schon glücklich, dass wir jetzt endlich auch mit dem neuen Fahrzeug nun rausfahren dürfen. Wir haben eine lange Zeit an Ausbildung jetzt hinter uns gebracht, mussten ja viele, viele Wochen jetzt intensiv trainieren. Jeder muss ja wissen, was wo auf dem Fahrzeug liegt. Man muss sich mit der Technik vertraut machen. Und ja, umso mehr freut es einen, wenn man dann jetzt wirklich auch dann damit in den Einsatz gehen kann. Auch den Segen der Kirche bekam das Fahrzeug und unzählige Glückwünsche. Viele Kameraden aus den Nachbarwehren waren gekommen, um gemeinsam mit den Pulsnitzerinnen und Pulsnitzern zu feiern. Denn auch über die Stadtgrenzen hinaus wird das neue Fahrzeug helfen. Nicht ganz unwichtig, besonders durch die Nähe zum Unfallschwerpunkt Autobahn 4, Anschlussstelle Ohorn. Es ist verdammt wichtig, dass die Feuerwehren untereinander miteinander agieren, dass man sich miteinander abstimmt, dass die Funktionen, die einzelnen Aufgaben ineinander spielen, so damit am Ende des Tages derjenige, der dort ein Unglück widerfahren ist, auch schnellstmöglich geholfen wird und dieses Leid doch reduziert wird. Ob alt oder jung, die Faszination für die Feuerwehr war an diesem Sonnabend ungebrochen. Die Wehr, die ihre Ursprünge bereits im Jahr 1867 hat, steht damals wie heute für Sicherheit in der Stadt und darüber hinaus. Und wer nun auch gern dabei sein möchte, kann sich gerne bei den Kameraden melden. Denn jede helfende Hand ist im Notfall wichtig und wird gerne in den Reihen der Kameraden aufgenommen.
Die Soccer-Golf-Anlage in Ottendorf-Orkrilla ist in diesem Sommer ein Hotspot für Freunde des ungewöhnlichen Sports. Vom 12. bis 14. Juli wird die Weltelite dieser Fun-Sportart erwartet, wenn die Anlage zum zweiten Mal Gastgeber eines internationalen Matchplay-Turniers, der WFGA, wird. Über 100 Teilnehmer aus ganz Europa haben sich bereits angemeldet. Auch die Begeisterung für Soccer-Golf nimmt stetig zu, wie die jüngste Rekordbeteiligung bei den offenen Sachsen-Meisterschaften zeigt. In Deutschland gibt es derzeit 23 zertifizierte Anlagen des Fußballgolfs. Im Juli verlässt Pfarrerin Maria Grüner die Pulsnitzer Kirchgemeinde. Wie sie Lausitzwelle mitteilte, erfolgt der Wechsel nach Zwickau, die Heimat ihres Mannes, aus familiären Gründen. Einen Nachfolger wird es nicht geben. Mit Pfarrerin Hicke, Pfarrerin Franz aus Lichtenberg und Pfarrer Forestier aus dem Haselbachtal sei das Kirchspiel gut besetzt. Die junge Frau, die aktuell Gottesdienst hält, ist Grüners Vikarin, die zur Ausbildung in Pulsnitz war. Das Hermsdorfer Schloss soll künftig als Konferenz- und Tagungsstätte genutzt werden. Dazu wurde kürzlich eine Machbarkeitsstudie zum Nutzungskonzept Das Grüne Schloss vorgestellt. Die Pläne für das frühere Herrenhaus sehen vor, dort außerdem weiterhin Ferien, Märkte und Hochzeiten abzuhalten. Vor allem aber soll eine gastronomische Einrichtung etabliert werden. Der Ottendorfer Architekt Thorsten König betonte, dass das Schloss auch als Nachhaltigkeitszentrum in der Region dienen könnte. Um die Pläne zu realisieren, müssen jedoch zunächst die baulichen Voraussetzungen geschaffen werden. Die Gemeinde muss nun verschiedene Fördermöglichkeiten und Finanzierungsmodelle sondieren. Die veranschlagten Investitionskosten belaufen sich laut Machbarkeitsstudie auf rund 7,2 Millionen Euro. Als Bauherr und Eigentümer kann die Großgemeinde mit Fördermitteln aus LIDA-Programmen sowie dem Sächsischen Strukturförderfonds rechnen. Derzeit gibt es keinen Zeitplan für den Beginn der Umbauarbeiten. Zunächst konzentriere man sich auf die Kommunalwahlen. Der Angelverein Rüdertal hat jetzt in der Hofescheune Brettnich sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. Nach dem Grußwort des Vereinsvorstandes würdigte der frühere Gewässerwart Peter Klus die ehrenamtliche Arbeit vom Vorstand und Verein. Dabei sprach er auch die besonderen Herausforderungen an, die mit einer überbordenden Bürokratie einhergehe. Der heutige Angelverein war 1984 als Betriebsgruppe des VEB Bantex gegründet worden. Heute hat er 126 Mitglieder, davon 27 Kinder und Jugendliche, und bewirtschaftet 5 Gewässer. Die Stadt Kamenz plant eine neue Wegeverbindung zwischen dem Barmherzigkeitsstift und dem Böhnisch-Mausoleum. Der Bauausschuss hat den Bauabschluss gefasst, um eine 1,8 Meter breite Verbindung mit Rampe für Rollstuhlfahrer zu schaffen. Ein Rondell mit Bänken und Bepflanzung wird ebenfalls Teil des Projekts sein. Die Bauarbeiten sollen von Mitte April bis Ende Juni diesen Jahres dauern und werden durch Steuermittel und das Programm Stadtumbau am Stift finanziert. Anwohner und Nutzer werden um Verständnis für mögliche Einschränkungen während der Bauzeit gebeten. In Kamenz wurden die Lehrtafeln für den Bienenlehrpfad im Herrental aufgestellt. Insgesamt 5 Lehrtafeln und 6 Nisthilfen für Insekten sind entstanden. Auf den Tafeln können Informationen rund um das Thema Bienen und deren Verhalten gefunden werden. Der Bienenlehrpfad knüpft an den Gipfelstürmerpfad an und kann somit eine beliebte Wander- und Spazierroute werden. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit der Stadt Kamenz mit dem Imkerverein 1852 Kamenz und Umgebung und der kommunalen Dienststelle Kamenz. Das Projekt startete im Jahr 2019 und hat insgesamt 4.625 Euro gekostet. Das Landratsamt Bautzen lädt am morgigen Samstag, dem 20. April von 10 bis 15 Uhr zum Berufemarkt in der Oberschule Elsteraue an der Saarstraße ein. Schülerinnen und Schüler können sich hier bei etwa 100 Ausstellern aus erster Hand über Berufsbilder informieren. Potenzielle Bewerber und zukünftige Arbeitgeber können direkt und unkompliziert beim Speeddating im Elster Express ins Gespräch kommen. Beigeordnete Romy Reinisch will im Rahmen des Berufemarktes auch den Startschuss für die App Integrate geben. Diese soll als Nachschlagewerk für alle dienen, die ihr Leben im Landkreis Bautzen gestalten wollen. Wenn
man einen Hund zu Hause hat, dann muss man am Tag mindestens dreimal raus. Und wir haben Spaß dabei. Nur der Spaß ist weg, wenn die Knie, die Gelenke wehtun. Meine Frau besorgte mir in der Apotheke Rosaxan. Ich habe es ausprobiert und für gut befunden. Endlich bin ich schmerzfrei und wir zwei können wieder draußen unsere Runden drehen. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Dem Bürger nahe, das sind die Beamten der Bürgerpolizei aus Radeberg. Dabei stehen sie für Fragen rund um Recht und Ordnung nicht nur Bürgern beratend und unterstützend zur Seite. Mehr dazu sehen Sie jetzt. In Radeberg sind mittlerweile 3 Bürgerpolizisten im Einsatz. Die Polizeihauptmeister Stefanie Stege, Anja Krause und Oliver Ott sind Ansprechpartner zu allen Aspekten der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Für eine 4. Klasse der Grundschule Stadtmitte Radeberg haben die Bürgerpolizisten kürzlich eine 2-tägige Radfahrausbildung an der Jugendverkehrsschule Kamenz durchgeführt. Diese Ausbildung ist obligatorisch und Bestandteil des sächsischen Lehrplans. Die Schülerinnen und Schüler sollen dabei Regeln zur Verkehrssicherheit erlernen und anwenden, sowie ihre Fahrsicherheit verbessern. Bei einer Abschlusskontrollfahrt müssen sie ihre Kenntnisse und Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die 3 Polizeihauptmeister sind mit viel Liebe zum Detail bei der Sache. Sie korrigieren kleine Fehler, werden auch mal ein wenig lauter und sind für die beteiligten Schüler Respektpersonen. Die Mädchen und Jungen sind mit Interesse bei der Sache. Immerhin sind grundlegende Kenntnisse im Straßenverkehr unerlässlich für jeden. Was ist das Besondere an der Arbeit der Bürgerpolizisten in der Röderstadt? Dass wir im Prinzip die Schnittstelle sind zwischen Gemeinden, Bürgermeistern, den Städten, den Bürgern an sich und der Polizeiarbeit, die hinlänglich bekannt ist, das heißt der Streifendienst. Aber wir sind eben mehr so die Vermittler und Ansprechpartner für Sorgen und Probleme, wo man auch mal sagt, es ist jetzt vielleicht nicht so polizeitypisch, aber der Bürger fühlt sich trotzdem bei uns aufgehoben und bekommt von uns ein paar Antworten. Der Bürgerpolizist soll möglichst nah an den Bürgern dran sein. 4 große Aufgabengebiete sind es, die von Bürgerpolizisten bearbeitet werden. Da ist zunächst die persönliche Präsenz wichtig. Die beinhaltet den Streifendienst sowie Sprechstunden und Beratung. Auch die Zusammenarbeit mit Vereinen, Behörden und Bürgern gehört dazu. Informationsveranstaltungen in Kindertagesstätten und Grundschulen sowie Vorträge für Senioren und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr werden durchgeführt. Und die Verkehrssicherheitsarbeit mit der Aufnahme von Unfällen und der Durchführung von Kontrollen ist der 4. Schwerpunkt der Bürgerpolizisten. Wie wird man Bürgerpolizist und warum? Ich hatte das Glück, bevor ich Bürgerpolizistin geworden bin, in einer Organisationseinheit zu arbeiten, wo ich die Bürgerpolizisten unterstützen konnte. Und das hat mir sehr viel Spaß und Freude gemacht. Und da hat sich bei mir irgendwann der Wunsch geregt, das auch zu werden. Und deswegen bin ich Bürgerpolizistin geworden. Bürgerpolizist bin ich jetzt erst seit kurzem, seit ungefähr also Anfang März, relativ spontan. Ich habe durch Kollegen dieses, sag ich mal, umfangreiche Arbeitsspektrum so kennenlernen dürfen. Mehr oder weniger erstmal vom Hörensagen. Und da jetzt in Radeberg bei uns auf einer Dienststelle in Posten frei geworden ist, habe ich mich dann relativ spontan da einfach beworben. Und es hat auch geklappt. Ja, und jetzt darf ich oder habe ich die Möglichkeit erstmal ein halbes Jahr der Kommissarisch ein bisschen reinzuschauen und mir das aus nächster Nähe anzuschauen. Besonders auf die Kinder müsse man sich bei der Arbeit einstellen. Aber das sei eben eine besonders schöne Aufgabe. Das Strahlen der Augen, das Leuchten der Kinderaugen. Und die Kinder, die erkennen einen dann wieder. Also wenn man im Kindergarten war und später sieht man sich beim Polizeigekost oder so, kam es schon oft vor, dass man uns angesprochen hat, ah, ihr wart bei uns. Diese Wiedererkennung und einfach wirklich die strahlenden Kinderaugen. In den Bundesländern, in denen beispielsweise wie in Sachsen die Radfahrausbildung durchgeführt wird, werden weniger Verkehrsunfälle mit Kindern auf Fahrrädern registriert. Ich denke, sie nehmen sehr viel mit. Ja, wir beobachten ja dann auch unsere Schüler vor unseren Schulen mit den Rädern und haben da schon im Blick, dass doch was mehr hängen bleibt, als wenn sie die 2 Tage hier nicht hätten und das nur theoretisch erlernen würden. Die Bürgerpolizisten haben nach eigener Aussage einen guten Kontakt zu den Radeberger Bürgern. Ihre Arbeit wird positiv wahrgenommen. Sie sind erreichbar für die Menschen, egal ob per Telefon, E-Mail oder persönlich in den vereinbarten Sprechstunden.
Und so sind wir schon fast wieder am Ende unserer heutigen Regionalzeit. Ich verabschiede mich jetzt von Ihnen. Wenn Sie mögen, dann sehen wir uns morgen wieder zur Regionalzeit aus dem Landkreis Görlitz oder hören uns ab 6 Uhr im Lausitzwelle Radio. Ich würde mich freuen. Sollten Sie etwas verpasst haben oder noch einmal sehen wollen, besuchen Sie uns doch mal auf unserem YouTube-Kanal oder klicken Sie sich auf unsere Homepage www.lausitzwelle.de. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen bei Ihrer Lausitzwelle. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.